Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist der Maxi und es geht wieder mal los mit einem Event. Das seht ihr gleich nachfolgen. Ich zeige euch, während ich nebenbei erkläre, um was es genau in dem Event geht, zeige ich euch gleich mal hier so meine Mauer, die ich mir gebaut habe, damit ihr das auch mal seht, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Und ja, also das Event, das war richtig lustig eigentlich. Das ist ein Labyrinth gewesen und man musste 5 Kisten finden. In jeder Kiste war ein Artefakt drin und musste dies draußen in eine Kiste für, also wo der Name von dem jeden Spieler drauf stand, da die Artefakte reinlegen. Und wer halt zuerst 5 Artefakte hatte, hat gewonnen. Dann gab es noch einen zweiten und einen dritten Platz. Soweit, so gut. Das ist ja jetzt erstmal nicht weiter schwierig. Aber das Knifflige an der ganzen Sache war, dass drin in dem Labyrinth überall Pegomastaks rumgerannt sind. Das sind diese kleinen Klauschweine, die hier immer mal rumrennen. Und aus diesem Grund haben auch viele die ganze Rüstung abgelegt und die ganzen Gegenstände, denn das bekommt man ja dann schlecht wieder von den Pegomastaks, wenn man sie nicht gleich erwischt. Und ja, dann werden halt die Artefakte dann auch geklaut wieder und sind dann wieder weg. Also das war schon so eine ziemliche Schwierigkeit, woran auch ich gescheitert bin. Ich habe es übrigens auch als Einzige, glaube ich, geschafft zu sterben an so einem verdammten Klauschwein. Aber ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und wie das alles abgelaufen ist, seht ihr jetzt einfach nachfolgend in einem kleinen Schnelldurchlauf, habe ich euch das zusammengeschnitten. Viel Spaß damit! So viel erstmal zum Event. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn ich nicht gewonnen habe, aber es macht halt echt Spaß, mit allen zusammen irgendwas zu veranstalten. Das fetzt einfach nur. So, und wie ihr sehen könnt, hat sich hier ein bisschen was getan bei meinem Haus. Es wird langsam zu einer Art Burg, Schloss, wie man das jetzt auch nennen mag. Und es hat sich bei Ark mittlerweile einiges anderes getan. Und zwar, wenn ich jetzt mal in mein Inventar gehe, seht ihr hier ein ganz neues Interface. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt hat man hier die Engrams und Tribe Manager, Tame Groups, Survivor Profile, Options. Ist alles mit hier oben. Hier ist das Inventar. Und hier, das ist auch ein bisschen anders gestaltet als vorher. Also ihr seht, es ist wirklich einiges neu. Was auch neu ist, ist bei den Flugdinos, die verbrauchen, glaube ich, mehr Stamina und man kann sie nicht mehr auf Geschwindigkeit leveln. Aber da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch wieder einen Mod,
der genau das halt wieder zurücksetzt. Ich weiß nicht, ob die Serverbetreiber hier darüber nachdenken, den Mod auch mit anzubringen, beziehungsweise kommen mir meine Flugdinos jetzt schon wieder schneller vor. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ja, keine Ahnung. Im Moment finde ich es jetzt noch nicht schlimm, aber ich denke mal, wenn man halt wirklich sehr weit gerade auch fliegen muss, vor allem mit einem Quetz, es ist halt schade, man hat sich so dran gewöhnt gehabt, dass man die auf Speed gelevelt hat und immer schnell hin und her kam. Und jetzt soll man das halt nicht mehr können, das ist irgendwo... Ich weiß auch nicht gerade sehr spielerfreundlich von den Entwicklern. Aber das kann man ja dann individuell entscheiden, ob man das wieder rückgängig macht oder halt nicht. Ja, dann gibt's auch noch 3 oder 4 neue Dinos. Und einen davon hatte ich hier in meiner Base. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, wie ich das Einhorn zähme. Aber das ging alles so schnell. Und dann hatte ich es auch schon. Also mit den Einhörnern, das können wir auch gern... Ich würde gerne noch ein weibliches dazu haben. Können wir auch gerne nochmal zusammen machen. Man muss sich ranschleichen. Also das sind auch Tiere, die fliehen, wenn man zu nah dran ist. Ähnlich wie mit diesen kleinen Affen. Und dann schleicht man sich ran, hat im letzten Slot eine Karotte oder mehrere und füttert die dem Einhorn und dann setzt man sich hier drauf und unten links im Bildschirm kommt dann irgendwann Use Rockerod to Tame. Da sieht man auch den Fortschritt, den Taming-Fortschritt. Und sobald das auftaucht, muss man halt wieder E drücken, um dem die Karotte zu geben. Und dann wird der Taming-Fortschritt halt immer höher, immer mehr. Bis man es dann halt letztendlich hat. Fand ich schade, da konnte ich leider nicht mehr aufnehmen. Aber ich denke mal, da bietet sich schon noch eine Möglichkeit. Wenn ihr einen tollen Namen für unser weibliches Einhorn habt, gerne Vorschläge. Ich habe keine Ahnung, ich kenne keine Einhörner. Weder aus Filmen noch, ich weiß es nicht. Wenn ihr einen tollen Namen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann wird es halt so genannt. Unser letztes, erstes Einhorn. Und ja, dann schauen wir uns einfach demnächst mal um nach einem neuen. Gut, hier drin hat sich jetzt glaube ich nicht so viel verändert. Hier muss wieder Gasolin rein, egal. Aber draußen habe ich hier schon mal angefangen, Türmchen zu bauen. An jeder Seite ein. Und jetzt ist eigentlich mein Plan, ich weiß halt nicht, ob ich die Tür dort lasse. Eigentlich hätte ich die lieber mittig gehabt. Also hier so ungefähr. Hier. Und dann Fenster halt links und rechts. Das werde ich, denke ich, auch so machen. So. Die sammle ich lieber mal so auf. Sonst habe ich am Ende einen Türrahmen ohne Tür. Ja, wo ist es denn? Pick up. Gibst du es mir? Ja. So. Pick up. Und dann bauen wir hier einfach wieder eine Wand rein. Und den Türrahmen, wenn man hier dann E drückt, kann man den bauen. Ich weiß nicht, war das vorher auch schon so oder habe ich es noch nicht benutzt? Keine Ahnung. Zack. Da brauchen wir aber bestimmt, wenn wir rein wollen, yep, eine Treppe. Ja. Und ich habe... Ich war ein bisschen fleißig und habe hier Stein und Metall gesammelt. Hier ist auch neu. Da kann man zum einen ins Crafting-Menü und ins Inventar gehen. Ja, und sieht halt, was man dann gebaut hat. Und ja, es ist halt alles so ein bisschen... Man gewöhnt sich dran. Es ist alles noch neu und... Aber ich denke mal... Das sollte dann irgendwann... von allein gehen. Stairs for moving between floors... Keine Ahnung. Ich baue einfach mal eins. Jedes Symbol ist auch anders. Mittlerweile. Aber ich muss sagen, so ungewohnt wie das neue Design ist, mir gefällt es eigentlich. So, das sieht doch... Ja, genau.
Und da kommt man hier schön hoch. Dann Fenster. Will ich große Fenster? Will ich kleine Fenster? Was will ich für Fenster? Da kommt ja noch eine Etage drauf. Das ist natürlich echt eine gute Frage, weil es gibt ja so viele Fenster hier zur Auswahl auch. Schwierig, ich schau mal, was wir da zur Auswahl haben. Denn es soll ja auch ein bisschen gut aussehen. Und ich ziehe mir jetzt erstmal Crystal, Metal Ingots und Wood hier rein. Denn das ist das, was man hierfür braucht. Also vorrangig braucht, um die Fenster zu machen. Und dann mache ich es halt einfach wie sonst auch schon. Ich baue einfach mal eins und sehe, ob es gut aussieht. Windows. So. Ich wollte erstmal so eins bauen. Das Gute ist, es gibt auch gleich schön Erfahrungspunkte. Ist doch perfekt. So, jetzt schauen wir mal. Okay. Okay, das ist über so eine ganze... Also so zwei... Die wären dann eher hier draußen gut, oder? Hier oben? Ich denke. Ich gehe mal hoch. Was ich hier auch noch rausfinden muss, wie ich hier dann... Ich komme hier nicht rüber. Ich kann hier nicht noch so eins ransetzen. Dann komme ich gar nicht hoch. Und so falle ich runter, wenn ich nicht springe. Das ist halt... muss ich nochmal schauen, wie das so geht. Okay. Dann sammle ich... Hä, das ist ja doof. Ich dachte, hier sind wenigstens drei Wände. Oder ich mache halt einfach hier zwei Wände. So. Sieht das gut aus? Schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Meine Frau ist trotzdem weiter, aber... Sieht das gut aus? Ich denke, ich baue hier noch eins hin. Und auf der anderen Seite ein gelbes Licht. Kann ich noch nicht. Mache ich dann... dasselbe? Ich denke. Da. Zack. Zack. Erstmal die Wände eingesammelt. Dann brauchen wir jetzt erstmal noch drei solche Fenster. Man kann jetzt auch hier, wenn man rechts klickt, Craft One, Craft All, 61 können wir craften, oder hier gibt man eine genaue Anzahl an, wie viel man craften will. Das ist halt ganz gut, denn immer wenn ich geklickt habe, dann habe ich immer eins mehr gebaut oder eins zu wenig oder fünf mehr. Und so kann man das direkt einstellen, wie viel man da halt bauen will. Immer wieder. Ich muss mir wirklich irgendwas zur Sicherheit... Wobei, dann komme ich ja ganz schnell hierher. Also nochmal runter. Jetzt wird schon langsam knapp. Ich soll doch mal was essen. Hallo, Frankies. Wir spawnen doch immer mal was Neues. Das ist schön. Aber bis jetzt nichts Gefährliches. Also, Dilo würde ich jetzt nicht als gefährlich bezeichnen. So, wo ist der Futtertrog? Ich brauche Futter. Den habe ich gestern schon mal gesucht. Bin ich ewig drum rumgerannt. So. Und man kann halt jetzt auch, dadurch, dass man da E drückt, wenn man die benutzen will, halt im Inventar E gedrückt halten. Und dann schnabuliert man die ganzen Bären, die halt auf dem Stack sind. Zack. So. Jetzt nicht nochmal runterfallen, sondern das hier schön bauen. Pick up. War da was drin? Natürlich war da was drin. Und hier ist dann Transfer All. Okay, ich brauche doch mehr Wände. Denn ich will das nicht, dass es hier unten so eine Lücke ist. Zack. Man muss halt da auch ein bisschen tricksen. Da baut man halt eine Wand mal ein bisschen niedriger. Das macht ja nichts.
schön in den Boden rein. Soll ja gut aussehen. Wenn das mal funktionieren würde. Ich habe echt keine Ahnung, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Das ist halt auch komisch. Das snappt mal so und mal so. Aber das kriegen wir noch hin. Komm, du warst doch schon mal richtig. Oh Mann, oh. Hallo. Spannend. Wie ist das aus? Also ich bin eigentlich echt nicht der Typ fürs Bauen. Wie man vielleicht manchmal merkt. Was soll denn das? Diego, geh mal weg hier, du nervst. So. Die will ich nicht. Da. Als ob das jetzt was gebracht hat. Das gibt's doch nicht. So. Na? Unten haben. Bitte. Bitte. Ach komm schon. Das hat bei allen anderen auch geklappt. Mach's doch einfach. Gut, dann halt nicht. Dann lasse ich das eine halt. So, dann habe ich noch zwei Wände für oben zum draufsetzen. Eine ist ja im Boden mit drin. Und dann hätten wir hier das Türmchen. Auch erstmal fertig. Schon. Warum denn nicht gleich richtig rum? Da brauche ich jetzt erstmal hier noch eine Turmwand. Dann baue ich mir jetzt noch Walls, Walls rounded. Zack. Und dann baue ich die da noch mit ran. Okay, da fehlen mir trotzdem noch drei, wie ich gerade sehe. Aber egal. Ich habe jetzt erstmal mein Türmchen hier. Und das finde ich gut so. Hier kann ich zum Fenster rausgucken. Das sieht eigentlich recht schön aus, muss ich sagen. Gut, okay. Und ich würde sagen, den Rest des Zubauen, das mache ich jetzt so nebenbei noch ein bisschen mit. So offline. Vielleicht zeige ich euch dann im nächsten Teil mal noch so eine Zusammenfassung, einen kleinen Zeitraffer. Ich denke mal, im Moment sieht unsere Base, unser Schloss ganz gut aus. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne sagen, wenn das scheiße aussieht. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und vergesst nicht, für den Server zu voten. Das ist wie immer unten verlinkt. Direkt zur Voting-Seite, direkt auf die Seite von Last Survivor. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder hier im Spielepartys mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss!